Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem. Na, angezockt ist es jetzt nicht mehr. Ich habe es jetzt, weiß ich, viermal, fünfmal aufgenommen. Ich bin es langsam leid. Eben war der Ton zu leise. Und ich hab 40 Minuten im 4K HDR aufgenommen. So, also, ich habe die Musiklautstärke runtergemacht. Können wir ja mal wieder auf 70 machen. 75. Dialoge habe ich voll und SF. Machen wir auf 95. Ich mache jetzt alle etwas höher. Grafik habe ich auf Qualität HDR an. Ich hatte auch auf Raytracing, da habe ich aber so ein bisschen mehr Probleme gehabt. So, ist alles gespeichert. So, jetzt machen wir mal das Spiel fortsetzen. Nehmen wir jetzt hier 10, 15 Minuten mit für euch auf. Ich will nicht spoilern, aber so begeistert bin ich nicht. Werdet ihr dann gleich alle am Ende sehen. Ich weiß auch nicht, ob ich mein Angezockt hochlade. Jetzt ist es wieder leiser geworden. Habt ihr das mitgekriegt? Ich habe keine Ahnung. Also ich habe Ton, also auf die Capture Card wenig, aber etwas. Ich hoffe, die Capture Karte nimmt diesmal mehr auf. Das ist der finale Versuch. Also wenn es jetzt nicht klappt, dann lasse ich das mit dem leisen Ton. Dann geht es heute nun mal nicht anders. So, da haben wir schon das erste. Seht ihr mal da drüben. Da. Ich hatte das vorher auf der externen Festplatte. Da ging es gar nicht. Auch im Weiten. Hier hinten habt ihr dann so Grafikfehler. Das hatte ich letztens, wo ich eben aufgenommen habe, nicht gehabt im Nahen, nur im Fernen. Die Bewegung und so ist eigentlich ganz gut. Die Waffe zieht aber ein bisschen zu sehr hoch, meiner Meinung nach. Wir stürmen uns das einfach mal in den Tümmel, dass ihr so ein bisschen was seht. Also Bewegung und so ist eigentlich ganz gut. Und nimmt immer Munition mit, kann ich euch sagen. Aber ich muss sagen, ich habe mir mehr davon erhofft. Vielleicht bin ich deswegen auch ein bisschen angefressen. Kann gut möglich sein. Granaten. Energie kritisch. Die habe ich noch nicht benutzt. So kurz. Thank you.
Ach, jetzt. Okay, die Tankstelle kann doch hochgehen. Da passiert nichts. Sichere das Gebäude. Ich komme. Here. Archäologen lokalisiert. Keine Panik, Schätzchen. Was ist passiert? Ich bin okay. Das ist nicht mein Blut. Petowski, irgendwas hat ihn zerfetzt. Wir dachten, niemand würde uns retten. Wo waren Sie denn so lange? Ihr Boot war ziemlich schwer zu finden, Lady. Unser Boot? Das ist hinüber. Ich habe Langley vor einer Woche informiert. Als niemand kam, wollten wir zum Hafen. Nicht, dass wir hier sind. Irgendetwas da draußen tötet Menschen. Wo ist der Rest Ihres Teams? Petowski ist tot. Die anderen sind noch an der Ausgrabungsstätte. Östlich vom Helipad, über den Wasserfällen. Helfen Sie ihnen. Sie haben keine Ahnung, was Sie gefunden haben. Können Sie uns hinbringen, Schätzchen? Sorry, Schätzchen. Aber ich gehe nicht zurück. Ich bin froh, dass ich noch am Leben bin. Hören Sie. Wir haben Rosendahl überwacht. Er hat im Dschungel eine Statue freigelegt. Nur, das ist keine Statue. Sie hat begonnen, ein Signal zu senden. Es hat uns zu einem Komplex im Berg geführt. Rosendahl hält ihn für den Beweis einer untergegangenen Zivilisation. Wir sind nicht so sicher. Ich glaube, wir haben es aufgeweckt. Sie haben vermutlich nicht viel Zeit. Holen Sie Rosendahls Team da raus und sichern Sie diese Insel. Egal, was für ein Ding das ist, die Koreaner dürfen es nicht bekommen. Ich störe ja nur ungern, aber sie kriegen Besuch. Eine Panne.
Panzereinheit nähert sich ihrer Position. Verschwinden Sie schnell. Oh. Kümmer du dich um die Panzer, Nomad. Ich bringe Matahari an einen sicheren Exfiltrationspunkt. Vorsicht, Nomad. Eine Panzerdivision der KVA kommt in diese Richtung. Du musst die Kerle erledigen. Wo ist der Treffpunkt? Da. Energiekritisch. Hier ist Psycho. Bin mit der Geisel unterwegs zum Exfiltrationspunkt. Für
Verstanden, Psycho. Melden Sie sich, wenn sie in Sicherheit ist. Nomad, ich habe einen vom Forschungsteam lokalisiert. Ich schicke Ihnen meine Koordinaten. Kommen Sie her. Verdammt, ich habe Kontakt! Wir wimmeln es von KVA-Truppen und weiß der Teufel! Tot. Aktiviert. Wow. Maximale Panzerung. Boah, ich habe doch die Panzerung angehabt, Mann. Aktiviert. Aktiviert. Kritisch. Verdammt, ich habe Kontakt! Hier wimmelt es von KVA-Truppen und weiß der Teufel was. Irgendwas tötet auf der ganzen Insel koreanische Soldaten. Wir müssen weiter. Ich rücke flussaufwärts zu einem Höhlensystem vor. Treffpunkt dort. Ich bin unter dem. Tarnfeld aktiviert. Schnappt euch den Kind! Ich glaube, ich habe Dampf gefunden. Was immer Estek und Chester erledigt hat, hat auch ihn erwischt. Bleiben Sie in Bewegung, Nomad. Da draußen sind immer noch drei Geiseln. Hoffentlich sehen Sie besser aus als er hier. Maximale Panzerung. Auf Sie zu. Tarnfeld aktiviert.
will jetzt auch ja nicht rumballern. Ich will einfach nur ein Stück vorkommen. Zum nächsten Kontrollpunkt. Da, Kontrollpunkt erreicht. Oh, hier vorne ist schon der Major. Hört ihr das? Der ist jetzt wieder total leise. Leise war von der CIA. Sie wussten das, oder? Ich hätte es Ihnen schon früher gesagt, wenn es was geändert hätte. Die CIA überwacht Rosendahl schon seit Jahren. Was will die CIA mit einem Archäologen? Sein Team hat den Beweis für eine fortschrittliche Prähumanentwicklung gefunden. Wir müssen ausfinden, was sie entdeckt haben und warum es die Koreaner verstecken wollen. Bestimmt. Also ist es nicht nur bei euch so? Bei mir auch. Sind die Stimmen jetzt von denen total leise. Aber schon drei, ich glaube, oh, wie viel hat er, 12 oder 13 Level gehabt? Es waren nicht so viele. Ich bin mir jetzt aber auch nicht hundertprozentig sicher. Oder waren es mehr? Waren es 15? Nein, so viel waren es nicht. So viele Jahre her, ey. Also war ja gerade dunkel wie im Bärenarsch, also. In der Höhle? Achso. Ich kriege immer noch keine Verbindung zu JSOC. Der ist jetzt schon etwas lauter, aber immer noch leise. Und ich habe mein Headset auch auf volle Pulle. Also bei euch habe ich für den Stream nicht mal einen Ausschlag. Also, müsste bei euch noch leiser sein. Desto besser. Oh oh. Crawford! Verdammt, Crawford! Und ich kann es nicht lauter machen. Ich kann euch das ja nochmal zeigen. Wir haben, also das Einzige ist halt, für Waffen die Lautstärke, die ist bei 95. Musik habe ich runtergemacht. Wir können ja mal Musik auf volle Pulle machen. Und Dialoge sind laut. Also lauter geht's nicht. Also. Was zum Prophet, hören Sie mich? Bitte. Ich habe hier kaum einen Ausschlag im Stream. Auch auf dem Headset höre ich kaum was. Energie kritisch. Nomad, hier ist Major Strickland Abkommen. Wir haben Ihren Squad Leader verloren. Wir empfangen weder sein Anzugssignal noch seine Peilung. Was zum Teufel ist da unten los? Prophet wird vermisst. Ich wiederhole. Prophet wird vermisst. Wir haben zwei Mann verloren und irgendwas hat sich Prophet geschnappt. Es hat ihn in den verdammten Dschungel gezogen. Er ist weg. Wir holen Sie da raus. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich lasse Sie schnellstmöglich abholen. Negativ, Sir. Ich kann es immer noch schaffen. Ich weiß, wo Rosendahl ist. Er wird auf einer Ausgrabungsstätte in der Nähe einer Militärbasis der Koreaner festgehalten. Ich hole ihn da raus. Wie Sie meinen. Aber unser GPS ist gestört. Sie müssen ohne taktische Unterstützung auskommen. Wenn Sie den Störsender deaktivieren, mache ich einen Satellitenscan der Gegend. Vielleicht kann ich die Ausgrabungsstätte so lokalisieren. Verstanden, Major. Tausend Dank. Gute Arbeit, Nomad. Unser GPS-System ist wieder online. Wir haben eine Anlage der Nordkoreaner lokalisiert. In der Nähe des Flusses. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Wir scannen die Gegend nach Ihrer Ausgrabungsstelle. Ich mache das gerade mit Absicht. Ich will einfach nur wegrennen. Noch mal ein bisschen Grafik gucken. Ich suche gerade nämlich irgendwie eine Höhe, Erhöhung. Jetzt komme ich da wieder zurück. Wo wir vielleicht ein bisschen sehen. Naja, ist immer noch. Schade. Da ist ein Berg. Ist auch.
Ton ist nicht nur bei euch, dass es so leise ist, das ist bei mir auch so. Ich werde doch so jetzt hochladen, scheißegal. Ich hab keinen Bock, das nochmal aufzunehmen. Nach 5 Mal hat man die Schnauze voll. Jetzt geht's mit dem Schwimmen auch. In der Aufnahme davor hatte ich mit dem Schwimmen so ein bisschen Probleme. Wir gehen jetzt einfach mal an einen besseren Punkt. Ja, wie ihr gesehen habt, also ich habe mir mehr erhofft, muss ich dazu gestehen. Crysis, das Spiel, was die PCs damals in die Knie gezwungen hat. Durch die Bank weg. Und dann habe ich es beim Kollegen ja auch gesehen damals, der hat auch dadurch mal wieder Bock gehabt, das zu spielen. Wann war ich denn da? Vorige Woche war ich da. Und das sah auch geil aus. Und dann habe ich gedacht, ey, wenn das alte ist und wenn sie jetzt das Remastered machen, da können sie ja nochmal irgendwie da drauf packen. Vor allen Dingen die Mods, die er nutzt, das sind alles von, ja, nicht offizielle Mods, also nicht vom Hersteller direkt. Ding ab. Bis dahin sind wir auf uns gestellt. Der markierte Bereich der Karte ist etwa 3 Klicks entfernt. Und dann so, seht ihr, da oben flackert es auch schon wieder. Also ich bin ein bisschen enttäuscht. Es läuft flüssig. Schießen kann man. Die Waffe zieht mir zu weit, aber ein bisschen zu schnell nach oben. Steuerung funktioniert gut. Musik und so ist eigentlich okay. Wenn es nicht immer zu leise wäre, weil ich weiß nicht, ob es bei euch jetzt vernünftig ist. Ich habe mein Headset hier auf volle Pulle gedreht und die Systemlautstärke auch auf volle Pulle, dass ich hier halbwegs normal hören kann. Finde ich, manchmal ist es auch zu leise, finde ich ein bisschen schade. Also es hat noch Bugs, also ich hoffe, da kommen demnächst noch ein paar Updates und die Bugs werden behoben. Weil an sich ist es ein schönes Spiel. Bis auf die Fehler. Weil die Story ist wirklich gut. Negativ, Sir. Ich kann es immer noch schaffen. Ich weiß, wo Rosendahl ist. Er wird auf einer Ausgrabungsstätte in der Nähe einer Militärbasis der Koreaner festgehalten.
Ich hol ihn da raus. Wie Sie meinen. Aber unser GPS ist gestört. Sie müssen ohne taktische Unterstützung auskommen. Wenn Sie den Störsender deaktivieren, mache ich einen Satelliten. Da seht ihr zum Beispiel auf der Ferne. Vielleicht kann ich die Ausgrabungsstätte so lokalisieren. Verstanden, Major. Dass da Probleme sind. Also alles, was hier so direkt vor mir ist oder im näheren Umfeld, ist eigentlich ganz okay. Aber alles, was so weiter weg ist, seht ihr ja da hinten, den Berg, finde ich sehr schade und enttäuschend. Aber Story an sich ist okay und viele haben sehr darauf gewartet. Ich weiß auch nicht, ob es nur bei mir so ist. Ich werde mir auf jeden Fall noch mal ein paar Videos bei YouTube angucken, ob bei anderen das auch ist. Wie gesagt, ich spiele es in 4K HDR. Also, und das ist ja dafür ausgelegt. Sie können ja, sonst würdet ihr nicht sehen, dass wir HDR anschalten können. Und mit diesem softwarebasierten Raytracing, ich hatte mir da einen Artikel durchgelesen zu. Das hat sich alle total geil angehört aber wie so im Endeffekt, wenn man es sieht. Und das ist nicht mein Bildschirm, weil sonst würde ich es ja auf dem oberen Bildschirm in der Aufnahme nicht auch sehen. Also, es ist leider das Spiel. Oder ich muss es nochmal deinstallieren und nochmal neu installieren, dass da irgendwo ein Fehler drin ist. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es euch nicht beschreiben. Aber es enttäuscht mich halt. So. Das soll es jetzt soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.